gebenedeite Mutter, erlöse uns. Dann herzlich willkommen bei Diablo 4 mit Opa Mario, dem alten Sack. Hallo meine Lieben, da ich Donen nicht gefunden habe, mache ich weiter mit der Quest Beflecktes Fleisch. Und wir sind unterwegs, jetzt unterwegs zu Lorat und Nerell. Nerell und verfolgen dort den Queststrang so weit wie möglich weiter. Ach, da kommen die Juchti schon wieder, guck mal da. Hätte ich hier nicht gerade durchgehen, was war das denn? Das sieht ja hässlich aus, was? Ich will mal Langzahn, aha. Dann finden wir, geht das wieder los, Sucherei. Oh, da ist ein Schatz. Goblin. Golem. Schatz Golem. So ein. Oh. Ist er weg? Ist er natürlich weg. Den haben wir. Das war die Hauptsache. Nur deshalb sind wir hierher. Ah. Vielleicht finden wir ja wieder, wer sich noch erinnern kann, in der Einfolge ein Keller mit drei Schatz-Goblins. Was natürlich die absolute Ausnahme sein wird. Ja, ja, die sehen nicht aus. Die sehen nicht aus wie Schatz-Goblins. Ist zu heiß. Dieser im Hintergrund, ich hoffe, es stört nicht allzu sehr, aber sonst könnte ich gar nicht aufnehmen. Ohne Ventilator könnte ich gar nicht aufnehmen. Gut. Okay. Wie gesagt, ich nehme die immer mit. Diese Keller oder was ich wie man nennen soll. Diese kleinen extra Vergnügen. So, gehen wir wieder suchen. Natürlich eine Riesen.
Riesenfläche. Die lassen sowieso nicht locker. Und die auch nicht. Wo ist er? Hören kann ich ihn schon. Aber das ist anders. Fehlgeleitet. Fehlgeleitet ansonsten. Hier. Endlich ein weiteres Verhaben. Ach so. Timo, ich such mal. Noch ein größeres Gebiet, an und frei. Na, dann suchen wir mal Timmel. Du bist. Nee, du bist ein Jäger. Oder? Kann ja auch eine Leiche sein, ne? Ja, im Keller war er nicht. Lilith. Hat noch so mitgekriegt. In Augenwinkeln. Geröstet, was? Ich habe erst gelesen, gerösteter Bergarbeiter, aber. Das wäre ja nicht nett, ne? So geht man ja mit Bergarbeitern nun auch nicht um. Hier ist doch so ein schöner Schlenker innerhalb des gelben Kreises. Gucken wir uns den mal an. Ich glaube die letzte. Ich glaube die letzte, ja. Wie von ihm gehört. Der glaubt, dass Elias einen Pakt mit dem Sumpf geschlossen hat, um unsterblich zu werden. Thaisa meinte, er kann sich helfen. Thaisa? Nur sie ist kaltherzig genug, um ein Kind hier draußen in den Tod zu schicken. Ein Kind? Dann die. Habe ich doch gewartet. Der Wahnsinn machte sie um.
Ah. Okay, das machen wir noch und dann. Das machen wir noch und dann machen wir erstmal einen Break. Ach so, das ist schon wieder. Ja. Da findet die Stadt so Zentrum. Schauen wir mal, die Stadt. Oh, sorry. Ich dachte, du hängst da bloß herum. Ne? Kann ein bisschen Beschäftigung für dich haben. So. Ja. Eine Stadt hat einen Marktplatz. Ein Anreisepunkt, das ist schon immer gut. Davon kann man nie genug haben. Ach, haut doch ab, ey. Boah. Noch einmal. Ja, hallo. Ist doch nur mal gut. Faulige Wespe. Eine normale reicht nicht, oder was? Mama mia. Obolus. So, wo habe ich mir denn? Ah, ich dachte hier in der Mitte. Stattfinden. Stattfinden. Wo soll das stattfinden? Stattfinden. Hier oder was? Ihre Augen fehlen. Oh. Vielleicht wird der Weg frei, wenn sie zurückkommen. Da gehen wir noch Schlangenaugen suchen. Alles na klar. Ist das jetzt? Ich setze die Augen ein. Ich würde auch sagen, muss ich die Augen nicht erstmal haben? In die Augen. Das kann ich auch nicht einfach, macht man ja auch nicht. Und dann nimmt er die einfach Augen weg. Dann erst recht, wenn man weiß, dass der andere die noch brauchen könnte. Ne? Das ist ja. Augen. Na, in der Truhe werden die nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Einer von denen wird die haben. Die kleinen Scheißer, wie gesagt, die siehst du erst zu spät. Zu den Kreisen direkt. Vielleicht sind die da in der näheren Umgebung. Vielleicht sind bloß rausgefallen von irgendwo. Ja.
Müssen hier die Augen rein? Nee. Aber rauskriegen tut man die von da auch nicht. Was ist das hier? Oh Mensch. Was sollen das für Augen sein, dass ich sehe? Hat der das Auge? Mach das Auge, was er in der Hand hatte. Sah so aus, ne? Ich glaube ja. Das sah so für mich alles aus, als wenn das dann. So, das soll schon wieder sein. Das ist ja so ein Haufen Ablenkung, ey. Das ist wahrscheinlich wieder ganz was anderes, wa?